Hey und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Kundebund. Einen wunderschönen Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Kundebund. Und ja, meine werten Damen und Herren, heute ist ein ganz besonderer Tag, der nicht einfach nur besonders ist, sondern heute werden wir in die Luft springen und mit den Händen klatschen und mit den Füßen trampeln. Oder wir werden vielleicht mit den Armen trampeln, mit den Füßen klatschen. Jeder so wie er will. Denn meine werten Damen und Herren, heute habe ich den ganz, ganz, ganz riesigen Regenbogenbaum, ja, der da hinten gestanden hat, einfach mal entfernt. Ja, ich habe mir mal wirklich ein bisschen Mühe gegeben, habe mir da die Scheren ausgepackt, ja, und hab ein bisschen abgefarmt. Ich habe jetzt sogar Coco Beans und ich habe ganz viele verschiedene Farben wie Lapis Lazuli, Cyan Dye und ganz viele andere Sachen. Und ich habe viele Regenbogenblätter rausbekommen, ja. Mit diesen Regenbogenblättern können wir natürlich wieder ein bisschen experimentieren, weil letztes Mal ist natürlich einer der schönsten Blöcke daraus geworden, weil wir haben nämlich Obsidian mit Dings gemischt, ja. Und ich frage mich jetzt einfach, wenn wir jetzt nochmal Obsidian mischen, ich weiß nicht, ob wir Obsidian nochmal finden, ne, aber wir würden doch definitiv irgendwo noch ein bisschen Obsidian in den ganzen Truhen hier haben, oder nicht? Wir dürften doch theoretischerweise nicht so ein armer Kerl sein. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach mal was anderes. Wir nehmen einfach mal Diorite, ja? Diorite kann man ja theoretischerweise auch mal benutzen. Ja? Wir nehmen jetzt einfach mal Diorite und mischen es jetzt wieder mit einem Regenbogenblatt, weil die Regenbogenblätter sind manchmal echt lustig. Wobei, was könnte denn mindestens zu weiß... Also zu weiß könnte ja lila eigentlich ganz gut passen, ja? Da könnte man ja gleich mal schauen, was daraus wird. Aber davor müssen wir nochmal kurz zu einer ganz besonderen Kiste. Und zwar sind wir nämlich gerade eben von unserem Taschenbestand ein bisschen knapp bei Kasse. Weil wir haben nämlich nur eine Gurke dabei. Ja, und wir haben ja jetzt inzwischen einen neuen Lieblingsshop, wo wir immer einkaufen gehen können. Denn da wollte ich nämlich allgemein heute hingehen, weil wir ein bisschen noch Geld auf dem Lager haben, müssen wir definitiv ein bisschen shoppen gehen. Das heißt, heute gehen wir alle zusammen ein bisschen in den wunderschönen Shop von der guten alten Chrissy jobben. Ja, nicht jobben, sondern wir gehen dort shoppen. Wir brauchen nämlich keinen Job. Wir haben nämlich auch so zu viel zu tun, weil unser Gurkenfeld muss ja irgendwie gepflegt werden. Und da müssen natürlich ganz viele tolle Dinge hin. Und, was ich euch vergessen habe zu zeigen, das zeige ich euch jetzt gleich von der Ferne, ist, dass diese blauen Bäume, die ich in der letzten Folge platziert habe, dass die jetzt richtig gut gewachsen sind. Warte mal, kann ich das vielleicht von hier sehen? Ich glaube, ihr könnt es vielleicht dadurch sehen. Guck mal, da sind diese vier Baumstämme und ich muss schon sagen, das ist nicht schlecht, ja? Wir fangen jetzt, glaube ich, erstmal mit vier Baumstämmen pro Reihe an. Das heißt, hier kommen nochmal vier hin, dann kommen da nochmal vier hin, da nochmal vier hin und da nochmal vier hin und am Ende nochmal vier hin, ja? Und wenn wir das jetzt nochmal zusammenrechnen, haben wir 4, 8, 12, 16 und die guten alten 20, ja? Das heißt, wir brauchen 20 Saplings. Und jede vier davon müssen irgendwie verschiedenfarbig sein, weil wir natürlich kunterbunt am Start sein wollen, ja? Allerdings haben mir auch viele Leute geschrieben, wo wir denn diesen Regenbogenplatzbaum irgendwie stattdessen hinplatzieren sollen, ja? Aber das ist jetzt auch natürlich eine andere Sache, das erzähle ich euch später, aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen shoppen gehen, ja? Das Shoppen muss ich natürlich jetzt irgendwie darauf beziehen, welche Farben wir nehmen wollen. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben jetzt blau, es muss auf jeden Fall rot kommen, es muss auf jeden Fall gelb kommen, ja? Es muss auf jeden Fall grün jetzt nicht unbedingt, weil wir haben ja, glaube ich, genug Grün hier im guten alten Kundebund City. Da müssen auf jeden Fall noch mehr Farben her. Aber ich glaube, so Orange vielleicht kann man mit reinnehmen. Weiß bin ich mir nicht ganz sicher, weil Weiß ist nämlich so eine Farbe, die ist ein bisschen neutral, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber die gute alte Chrissy kann uns bestimmt gut aushelfen. So, hallo Chrissy, was führt dich zu meinem Laden? Bla, 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 ich brauche deinen Laden. So, sie verkauft sogar seit neuestem Bone Meal. Wollen wir uns Bone Meal kaufen? Perfekt, da haben wir schon zwei Stacks. Dann können wir ein bisschen besser craften und machen. So, das heißt, wir holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal 1, 2, 3, 4 rote Saplings. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4 gelbe Saplings. War also nur 3. Dann 4 gelbe Saplings. Dann auf jeden Fall nochmal diese lila. Oh, die sehen so cool aus. 4 lila Saplings. Nochmal ganz genial da geholt. Easy peasy. Blau haben wir schon. Weiß, ne? Ist nicht so mein Ding. Das heißt, wir holen uns wahrscheinlich auch noch Orange, oder? Orange. Ja. So, perfekt. Das heißt, wir haben hier Orange. Das sind nochmal 4. Das sind dann 8. Das sind dann 12. Das sind dann 16, aber dann brauchen wir noch was anderes und zwar hier die pinken, die kann man ja theoretischerweise auch mal nehmen und dann haben wir nochmal pinke. Dankeschön, Chrissy. So, das heißt, wir haben schon mal ein bisschen gut eingeshoppt. Ich muss schon sagen, das ist echt mein Lieblingsladen. Selbst die Schafe sind hier ganz cool. Und wenn wir vielleicht sogar Glück haben, können wir vielleicht unsere Cyan Dye nehmen und einfach mal das Schaf ein bisschen färben, ha? Willst du nicht mal blau unterwegs sein, mein kleiner Freund? Ha, das ist mega cool. Oh, ich habe sogar eine Idee, was wir machen können. Wir können vielleicht eine Schafsfarm aufmachen und die dann komplett bunt machen. Das wäre eigentlich auch nochmal eine ganz coole Idee. Hey, willst du vielleicht auch blau sein? Oder wir machen dich einfach nicht blau, sondern wir machen dich einfach mal so richtig hardcore blau. So dunkelblau, ha? Hast du darauf Bock? Guck mal, jetzt haben wir ein hellblaues und ein dunkelblaues. Also, ich muss schon sagen, mit Farben zu spielen macht wirklich Spaß. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal nachdenken, was wir denn heute noch machen wollen, ja? Weil ich persönlich würde ja gern was ganz Besonderes vorschlagen. Und zwar möchte ich ja wissen, wie es der guten alten Nina geht. Deswegen kann man ja ruhig mal ein bisschen beim Krankenhaus vorbeischauen, weil irgendwie... Oh, der gute alte Mundorf ist gar nicht mehr da, ne? Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt nochmal nach dem Status von Nina gucken, weil
nämlich letztens war der Status irgendwie nicht so hoch, ja. Da hat uns der gute alte Robotics natürlich wieder ein bisschen Auskunft gegeben und ich habe wieder leider das falsche Stockwerk erwischt, deswegen müssen wir auch nochmal ein bisschen gucken, weil der gute alte komische Typ, der da operiert hat mit diesen Messern, hat da irgendwas gemacht, deswegen müssen wir da nochmal nachfragen. Oh, der ist ja fertig. Die Nina ist ja gar nicht mehr da. Operation im Gange. Oh, das muss man aber hier abmachen, ne? Das stimmt jetzt nämlich gar nicht mehr. Das ist ja eine Lüge. Das ist ja Glauke. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hin. Was geht ab, Franco? Hallo, ich bin Franco. Dein Arzt des Vertrauens. Vertraust du mir, vertraue ich dir. Brauchst du eine Operation? Nein, danke. Mir geht es, um ehrlich zu sein, ganz gut. Ich wollte aber nur sagen, beziehungsweise nur fragen, wie es denn jetzt gerade Nina geht. Ach so, alles klar. Die Nina hat die Operation gut überstanden. Sie und ihr Verlobter haben hervorragende Leistung gezeigt. Ohne ihren Verlobten wäre Nina vielleicht in die Sandschlucht verrottet. Heute hat er sie nach Hause gebracht und kümmert sich um sie. Ach so, alles klar. Okay, falls du eine Operation brauchst, komm vorbei. Warte mal, nach Hause gebracht? Aber wo ist denn bei denen nur zu Hause? Warte mal. Seit wann haben die denn ein Zuhause? Ich dachte, die haben einfach nur ein Hotelzimmer. Da müssen wir uns ehrlich gesagt nochmal ein bisschen Dings umschauen. Vielleicht gibt es ja jetzt irgendwie ein neues Haus oder sowas hier in der Nähe. Ein neues Haus. Okay. Wow. Das ging schnell. Ich habe jetzt gedacht, dass das Haus irgendwo rechts oder sowas ist, aber... Yo, ist das, ey, da ist sogar wirklich ein Gang. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Klotz? Und ich muss schon sagen, diese Bauart von Haus könnte theoretisch zur guten alten Nina passen. Was ist denn das? Oh, Alter, what the fish? Warte mal, hi Moondorf, ich würde gerne ins Haus reinkommen. Hallo, hey. Ich muss mit Nina reden. Ist super wichtig. Ja, ich muss ihren Status abfragen, alles drum und dran. Ich bin ihr bester Freund, okay? Hast du mich vielleicht nicht verstanden? Oder soll ich dir nochmal erklären, dass du uns beide in Ruhe lassen sollst? Du hast nichts bei Nina verloren. Pass auf! Das stimmt nicht! Ich muss sie sprechen, okay? Ich bin ihr bester Freund, du lässt mich jetzt hier rein und ich spreche mit ihr. Wenn du jetzt nicht sofort verschwindest, drehe ich dir den Hals um. Auf der Stelle. Okay, Moondorf, du bist der Beste. Nee, ich bin Moondorf. Mann, dieser Moondorf nervt mich ehrlich gesagt schon richtig krass, ja? Der nervt uns die ganze Zeit. Was geht denn da ab? Oh, guck mal, die liegt auf dem Sofa. Oh Mann, Nina, wie geht es dir? Oh, die gute alte Nina, der geht's ja nicht so blenden. Aber irgendwie muss ich sagen, dass das Wohnzimmer gar nicht mehr so schlecht aussieht. Warte mal, das heißt, wir kommen definitiv nochmal bei Nina vorbei. Aber wir müssen jetzt nochmal ganz genau schauen, wie wir das hinbekommen können. Allerdings habe ich einen Plan, wie wir schneller nach Hause kommen können. Weil wir haben ja ein Warpbook, wo wir uns einfach pop zu nach Hause warpen können. Das ist perfekt. So, das heißt, wir können jetzt hier unsere wunderschönen Dingsda-Bumsters hin platzieren und nebenbei kann ich euch mal was ganz Besonderes erzählen. Und zwar wurde mir ja natürlich meine neue Wohnung jetzt was ganz Besonderes eingebaut. Und zwar habe ich jetzt eine Küche, meine werten Damen und Herren. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie viele meiner Zuschauer auch schon eine Küche geliefert bekommen haben, aber ich muss schon sagen, eine Küche zu bekommen ist etwas stressig. Ja, ihr müsst euch vorstellen, da klingeln irgendwelche Leute um 9 Uhr morgens bei dir. Ja, und weil du YouTuber bist, wachst du ja erst irgendwie so um 13 Uhr auf. Das ist ja so der Standard. Ja. Und irgendwie klingeln die dann mega früh bei dir und dann kommen da wirklich so 6 oder 8 Männer zu dir rein in die Wohnung und fangen dann an zu bohren und zu sägen und dann mit dem Presslufthammer und alles drum und dran. Und dann irgendwann steht diese Küche, warte mal, es tut mir leid, wunderschöne kleine Hilfe da, die mir irgendwie hilft, irgendwelche Raben zu verscheuchen, aber heute musst du leider gehen. Ja, ich muss hier jetzt Bäume hin platzieren. So, der nächste Baum muss hier hin. Jedenfalls sind dann irgendwelche Arbeiter zu mir hergekommen, ja, und haben dann bei mir eine Küche eingebaut, ja. Es war eigentlich ganz witzig und ich bemerke gerade, dass es nicht 4 Bäume sind, sondern 5 Bäume. Deswegen werden wir uns später wahrscheinlich nochmal andere Sorten kaufen, aber das ist jetzt nicht schlimm. Und dann kamen da auf einmal so viele Leute rein, die dann irgendwie angefangen haben, bei mir in der Wohnung zu arbeiten, was für mich halt eben wirklich so das erste Mal ist, dass mir eine Küche eingebaut wurde. Ich war halt alleine wirklich zu Hause und dann musste ich mit diesen Arbeitern irgendwie zurechtkommen. Keine Ahnung, fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft, ja. Es war gar nicht mal so einfach, weil man musste dann nämlich die ganze Zeit Fragen beantworten. Ja, hallo, Roman, wie willst du die Küche haben? Wir könnten nämlich theoretisch den Kühlschrank hier hinstellen oder da hinstellen und dann können wir aber das machen, aber wenn wir den Kühlschrank jetzt nach links stellen, dann können sie leider keine Herdplatte rechts haben und dann... Und ich dann so, was? Ich kann Minecraft spielen. Also jedenfalls war ich ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Also so eine Küche zu bekommen ist wirklich, also es ist stressig, ja. Es sind die ganze Zeit Leute da, es wird gesägt und dann kommt da immer so ein Nachbar hoch, der dann sagt, hey, sag mal, wer sägt denn bei dir da? Was macht denn der da? Ey, guck mal, da ist sogar ein Baum schon gewachsen, ne? Ist schon ein bisschen stressig, so eine Küche, ja. Aber es lohnt sich, ja, weil ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt meinen eigenen Kühlschrank, meinen eigenen Backofen, ich habe jetzt schon gekocht, ich kann so richtig
gut Bohnenauflauf machen und so. Und langsam lerne ich auch das Kochen schon so, so ein bisschen selbstständig und das Leben geht so ein bisschen los, so als Jugendlicher mit der ersten eigenen Wohnung. Ist schon irgendwie cool. So, und das heißt, wir machen jetzt erstmal alle unsere Farben hier fertig und ich muss schon sagen, die roten gefallen mir schon mal sehr. Die orangenen ziehen hier nochmal nach. Auch sehr toll gelungen. So, der eine lila, ne, konnte es gar nicht mehr erwarten und ist einfach sofort gewachsen, ne, weil er einfach die Bedingungen des Wahnsinns hatte, die ihm einfach so gefallen haben. So, die lilanen stehen auch. Jetzt kommen die gelben dran. Alter, das sieht so cool aus. Warte, die gelben. Easy peasy lemon squeezy. So, und jetzt nochmal die pinken und dann freue ich mich. Gleich gehen wir dann einfach mit dem Warpbook nach oben und schauen dann nochmal runter und beobachten diese Situation nochmal, wie das denn aussehen wird. So, easy peasy. Wo ist unser Warpbook? Und dann nach Hause. Easy. Und jetzt gucken wir mal runter und oh, lol, guckt euch das mal an. Wir könnten doch theoretischerweise sogar noch mehr pflanzen, aber das sieht schon mega cool aus. Pink, gelb, lila, orange und rot. Und lila ist meine Lieblingsfarbe. Yeah! So, okay, das heißt, wir schauen jetzt erstmal wieder bei unserem guten alten Briefkasten vorbei, weil wir das nämlich schon lange nicht mehr gemacht haben, weil wir natürlich nochmal gucken müssen, was so abgeht. Überraschung, Roman, was eine Überraschung von Erdbeerbärchen. Oh, cool. Roman, als Dankeschön dafür, dass du unsere Bauprojekte mit Gurken unterstützt, bekommst du eine spezielle Einladung zu unserer noch nicht fertigen Freizeitbeschäftigung. Komm zu mir vorbei und ich erkläre dir, um was es sich dreht. Wow, wie cool! Hey, das möchte ich unbedingt machen. Hey, das heißt, wir gehen zu Erdbeerbärchen und schauen uns eine ganz besondere Überraschung an. Wow, das heißt, wir gehen sogar heute schon zum zweiten Mal in die Stadt, ja? Das heißt, wir waren jetzt erstmal... Oh, nein! Ich bin, glaube ich, noch nie dieses Ding hier runtergefallen und heute ist es passiert. Ich bin die Brücke runtergefallen. Dabei bin ich so ein guter Balance-Experte. Oh Mann, ich habe gedacht, dass ich den Dreh raus habe, aber anscheinend hat es nicht so gut geklappt. Oh Mann, das heißt, wir gehen also heute schon das zweite Mal in die Stadt. Wir sind heute echt ein bisschen produktiv, muss ich sagen. Ja, das heißt, wir müssen heute natürlich, wir müssen darauf heute anstoßen. Ja, das heißt, wir holen uns alle Ruby Bubble und dann geht's übelst ab. Warte mal, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier weiterhin und ich frage mich, was diese neue Attraktion ist. Ich glaube, das könnte vielleicht sogar das Trampolinland sein, weil auf der Liste von den ganzen Tickets, die man sich kaufen konnte beim guten alten Leonardo, war nämlich das Trampolinland auch genannt. Ja, das heißt, theoretischerweise können wir vielleicht Glück haben und mit einem wunderschönen Trampolinland-Dings springen oder was weiß ich machen. Das wäre mega lustig. Hey, Erdbeerbärchen, was geht, Mann? Hey, Roman, bereit für deine Überraschung? Ja! Rechts von uns musst du durch den Wald gehen. Dort wartet hinter dem Wald eine riesige Fahrstation auf dich. Wir haben ein Zugrennen im Bau und möchten, dass du unsere erste Strecke testest. Es ist zwar noch nicht fertig gebaut, jedoch wollte ich dir das unbedingt zeigen. Also eine Fahrstation? Wie meinst du das? Ja, dort wartet eine riesige, coole Lokomotive auf dich. Diese musst du mit Kohle befeuern und dann kannst du schon mal ein paar Runden fahren. Hey, super cool, das heißt, ich gehe gleich mal los. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott! Das heißt, wir werden also heute eine Lokomotive fahren können. Ich bin ehrlich gesagt bisher nur Autos gefahren, Fahrräder bin ich gefahren, ich bin Flugzeuge geflogen, aber eine Lokomotive bin ich noch nie gefahren. Oh mein Gott, wie cool! Ich möchte unbedingt eine Lokomotive fahren, das klingt so nach Spaß. Irgendwie kenne ich Lokomotiven nur aus so Filmen. Also er hat ja nicht gesagt Zug, sondern... Oh, hey, da hinten ist schon was! Alter Vater! Oh. Lol, was haben die da hingebaut? Alter, diese Freizeitaktivitäten sind echt cool. Ich mag diese Freizeitaktivitäten. Ich muss sagen, dass dieser Freizeitpark von Erdbeerbärchen echt viel cooler ist als die Disco, weil die Disco wurde nie fertig und dann ist da nie jemand hingegangen. Und jetzt haben wir so viele coole Freizeitaktivitäten. Ich glaube sogar, durch geruchsneutral und so hat der gute alte Erdbeerbärchen jetzt seine richtige Bestimmung gefunden, kann es sein. Irgendwie war ja Erdbeerbärchen davor immer so ein bisschen unentschlossen und er hat sich immer so gedacht, hey, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das machen soll und dann wurde er immer von der Polizei gesucht und was weiß ich, aber das sieht ja mal mega cool aus. Wow, hier sind sogar so Fehler, auf was das gebaut wurde. Richtig cool, ey. So, was, aber der Eingang ist ein bisschen komisch, ja. Das heißt, hier braucht man wahrscheinlich noch eine Treppe. Das heißt, wo können wir denn hier lang gehen? Wo ist hier denn bitte schön eine Hey, guck mal, hier sind Schienen. Wow. Oh, aber das wird... Wo ist denn die Lokomotive? Ich habe keine Lokomotive zum Fahren. Warte mal, kann ich hier vielleicht hochgehen? Hallo? Warte mal, hier nur kurz das Ding aufmachen. Ah, lol. Was ist, ich komme hier ja gar nicht weiter. Hier ist ja irgendwie was Unsichtbares. Hey, komisch. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und da unten ist noch meine Kleine. Hey, Kleine. Oh, lol, die sieht aber auch ganz cool aus. Kann man da so irgendwie Rechtsklick drauf machen und damit fahren? Hey, wie cool. Hey, das funktioniert sogar mega, aber damit fahren kann ich nicht, ne? Nö, funktioniert nicht. Das heißt, das Ding hier braucht Schienen. Ah, deswegen verstehe ich, was Erdbeerbärchen gesagt hat. Der hat gesagt, das ist hier noch im Bau. Lol, das heißt, das wird hier sozusagen eine Rennstrecke extra für Lokomotiven, ne? Oh, lol, wie cool. Alter, ist das eine riesige Lokomotive. Die sieht so lustig aus. Kann man sich da reinsetzen oder sowas in der Art? Oh!
LOL, eine Schaltzentrale und wir sitzen einfach hinten drauf. Oh mein Gott, was kann man denn hier machen? Wow, guckt euch mal den Schalter an. Yo, wie cool ist das denn? Kann man hier auch vielleicht hupen oder sowas? Oh, nee, lol, ich drück gerade irgendwas. Alter, warte, es ist lustig, ey. Lol. Aber warte mal. Wie kann ich dich denn jetzt aufheizen? Warte mal. Ey, da ist eine Kiste. Warte mal. Oh, perfekt. Die haben hier gleich ein bisschen Kohle reingelegt, damit wir gleich losheizen können. Oh, das ist so lustig. Das ist so cool. Das ist so nett von denen. Warte, das heißt, wir packen jetzt hier erstmal das gute alte Kohle hin. So, und dann bomben wir den jetzt erstmal hier ein bisschen mit Kohle. Oh, er ist schon voll. Ist er schon voll? Tatsa! Oh mein Gott, da kommt der Rauch aus dem Dings vorne raus. Das ist mega cool. Guck mal, wie der aussieht. Ey, das ist ja mal mega lustig, ey. Oh, der hat irgendwelche Geräusche gemacht. Kann ich dich fahren? Fahren! Ich möchte fahren, unbedingt. Warte mal, was muss ich denn drücken, um zu fahren? Oh mein Gott, der fährt! Wow, guck dich das mal an! Wow, wir fahren Lokomotive! Oh mein Gott, bremsen! Oh mein Gott, bremsen! Ah! Oh mein Gott, nein, wohin fahren wir? Oh oh. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Also ich muss schon sagen, das war eine kurze Fahrt, aber das Ding ist trotzdem cool. Und ich möchte es unbedingt komplett fahren können, aber ich habe da, glaube ich, ein bisschen was kaputt gemacht. Weil irgendwas hat da gerade eben 21 Damage bekommen. Du fährt, das warst du, ne? Alter, raucht das Ding, das ist ja mal mega krass. Fährt, es tut mir leid, aber du darfst dich so nicht in Zügen behandeln. Das darf man so nicht machen. Alter Vater, ist dieser Zug cool. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie wir das Erdbeerbärchen erklären sollen, dass wir den Zug geschrottet haben, aber eine kleine Fahrt war auch eine coole Fahrt. Naja, falls ihr vielleicht eine ganze Strecke haben wollt und ein ganzes Rennen mit diesem Ding haben wollt, könnt ihr mir natürlich gerne einen Kommentar in die Kommentare schreiben, dass ihr das gerne haben wollt. Und lasst mir natürlich einen Daumen oben da. Dann schauen wir vielleicht mal, ob wir vielleicht eine ganze Strecke machen können. Das wäre doch vielleicht super cool. Ansonsten sieht man sich in der nächsten Folge. Schaut euch alle Folgen an und man sieht sich in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.